Sehr geehrter Herr Landrat Beetz, lieber Helmut, sehr geehrter Herr Präsident Voyer, sehr geehrter Herr Professor Ramsdorf, der schreckliche Ukraine-Krieg macht uns doch allen eines klar. Wir müssen neu denken. Wir müssen die Transformation hin zu einer erneuerbaren Volkswirtschaft gemeinsam schaffen. Dabei sind besonders die erneuerbaren Energien wichtig, der entscheidende Baustein. Denn erneuerbare Energien, sie stehen für Klimaschutz und für Freiheit. Für Ökoenergien, denn sie sind Freiheitsenergien. Ich denke, dass die aktuelle Situation den Klimaschutz im Ergebnis deutlich beschleunigen wird. Und Tempo ist dringend nötig, denn der Klimawandel lässt uns keine Verschnaufpause. Ganz im Gegenteil, der Klimawandel ist auch in Bayern angekommen. Im Jahr 2021 bestätigt der Trend der globalen Erwärmung eine Zunahme im Jahresdurchschnitt auch in Bayern von 1,8 Grad. Wir gehen das Thema in Bayern mit aller Kraft an. Die Novelle des Klimaschutzgesetzes, Klimaschutzgesetz 2.0, die Klimaanpassungsstrategie und natürlich unser Klimaschutzprogramm. Jede einzelne Maßnahme zählt. Inzwischen über 130 in Bayern, die wir für den Klimaschutz einsetzen wollen. Und wir investieren viel Geld. Fast 1 Milliarde für den Klimaschutz in ganz Bayern. Davon 67 Millionen für Maßnahmen im Bereich des Umweltministeriums allein in diesem Jahr. Ein großer Posten für den kommunalen Klimaschutz. Und das ist richtig so. Unsere Kommunen, sie leisten viel im Kampf gegen den Klimawandel. Gutes Beispiel ist hier der Landkreis Freising, sehr geehrter Herr Landrat, und seine 24 Gemeinden. Solarregion Freising seit 2005. 2020 der Anteil von 67% erneuerbare Energie an der Stromproduktion. Bis 2035 will der Landkreis die Energiewende schaffen. Für dieses Engagement möchte ich Ihnen, lieber Herr Landrat, stellvertretend ganz, ganz herzlich danken. Ein weiteres scharfes Schwert, bayerische Spitzenforschung. An der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf machen Sie angewandte Klimaforschung auf Top-Niveau. Stichwort Wiedervernässung der Moore. Wir brauchen Ihr Know-how und praktikable Vorschläge, damit die Landwirtschaft mitmacht. Das liefern Sie zum Beispiel in den Projekten More Adapt, More Use. Dafür danke ich Ihnen, lieber Herr Präsident, und Ihnen, den hervorragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und die Hochschule, sie ist ja auch für uns im Umwelt- und Verbraucherschutzministerium oft und in verschiedenen Projekten wichtiger Ansprechpartner. Für die Klimakonferenz heute haben Sie sich also zwei Spezialisten im angewandten Klimaschutz geholt und sie haben sich zusammengetan. Der Landkreis Freising für die Praxis und die HSWT für die Theorie. Die Klimakonferenz verspricht wichtige Ergebnisse für den kommunalen Klimaschutz. Daher habe ich die Schirmherrschaft sehr gerne übernommen. Ich wünsche Ihnen allen interessante Vorträge, gute Diskussionen für die Nachhaltigkeit und den Klimaschutz, super Ideen, viel Erfolg hierfür.